Wenn ich dem Patienten zu viel Sauerstoff gebe, rutscht er in eine C2-Narkose. Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Fast Track Folge 33. Mit Neuronet Zoe besprechen die Kollegen den Schlaganfall und passend dazu erklärt Marius die Aktelyse. Viel Spaß euch und liebe Grüße aus Köln. Herzlich willkommen zu Fast Track Folge 33. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, war die Ansage diesmal auf Kölsch. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und uns extra einen Kölner importiert für Folge 33. Ich werde heute die Moderation ausnahmsweise mal alleine machen, weil Sebastian noch in seinen wohlverdienten Ferien weilt. Wie schon erwähnt, sind die Themen heute der Stroke oder CVI, Schlaganfall. Und dazu haben Karin und Sebastian ein interessantes Interview geführt mit Zoe, wo es unter anderem auch um ein wirklich spannendes Fallbeispiel geht. Der zweite Teil gehört dann wie meistens eigentlich Marius, der uns passend zum Thema Stroke alles Wissenswerte zur Aktelyse erklärt. Viel Spaß beim Zuhören und wie immer freuen wir uns über Feedback. Wir begrüßen ganz herzlich Zoe. Zoe, du bist zum ersten Mal bei uns im Podcast, warst ja auch schon in anderen Podcasts und bist sehr aktiv auf Twitter unterwegs. Über Twitter bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Als Neuronerd, aber vielleicht bevor ich hier zu viel verrate, magst du dich kurz selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin Zoe. Ich bin das Neuronerd. Ich bin Neurologen, mache meine Facharztweiterbildung zur Neurologen. Jetzt gerade mache ich mein Psychiatriejahr, ist bald vorbei, in 2 Monaten zum Glück. Und ich mache eigentlich seit 4 Jahren fast ausschließlich Stroke-Medizin, sowohl präklinisch auf dem Stroke-Einsatzmobil als auch innerklinisch. Und auch so ein bisschen Notfallmedizin zwischendurch, ja. Das ist ja eine optimale Kombination für unser Thema heute. Stroke auf der Notfallstation passt ja wunderbar. Außerdem ist Karin heute mit dabei. Karin, wir haben ein Fallbeispiel gemeinsam erlebt. Ja, genau. Verraten oder spoilern will man noch nicht zu viel. Vielleicht kannst du den Fall gerade einfach mal vorstellen. Okay, dann fange ich gleich mal mit dem Patienten an. Es handelt sich um einen 85-jährigen Patient, der sich mit einer Aphasie seit einer Stunde bei uns auf dem Notfall vorstellt. Wir haben daraufhin sofort den Kotlyse-Alarm ausgelöst. So konnten wir schnell ins CT. Im CT sahen wir einen CVI im linken Mediastromgebiet, woraufhin wir sofort mit der Aktelyse starteten. Die Door-to-Needle-Time betrug 32 Minuten, worauf sich die Symptomatik des Patienten deutlich verbessert. Der Patient kann wieder sprechen und äußert wieder klare Gedanken fassen zu können. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Kotlyse bei uns im Haus heißt einfach, dass wenn die Patienten angemeldet werden, das CT vorinformiert wird, Bedside-Labor wird bestellt für die Gerinnung und dann trifft sich das Neurologenteam, das Notfallteam im CT direkt, um dann die Zeit optimal zu nutzen. Bei uns heißt das Stroke-Alarm, ist sowas ähnliches, ja. Also wahrscheinlich ein allgemeiner Standard oder hoffentlich in vielen Häusern ein Standard. Hoffentlich. Aber fangen wir doch mal an mit der ersten Frage direkt an dich. Wie erkenne ich denn, wenn es jetzt kein vorangemeldeter Patient ist, ein CVI als Triagefachperson? Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie ein tolles Akronym. Gibt es tatsächlich. Also du denkst bestimmt jetzt an BFAST, ne? Genau. Ja, also früher mal hieß es FAST, jetzt haben wir das BE noch mit dabei, sodass wir auch Infarkte im Posteriorstromgebiet erkennen können. Also BFAST, B steht für Balance, also Koordination, Standgang und Sicherheit, Schwindel. E steht für Eyes, also Sehstörung, im Sinne von doppelt sehen oder gar nicht sehen auf dem einen Auge, selten auch auf beiden Augen oder verschwommen sehen oder Gesichtsfeldeinschränkung.
F steht für Face, also faziale Parese, hängende Mundwinkel. A steht für Arm, Armparese oder auch Bein, Beinparese, Hemiparese. Wo sind wir? A, S. Ah, S, genau, S steht für Speech, also Sprich- oder Sprachstörung. Und T steht für Time, also seit wann bestehen die Symptome. Und hier ist wichtig auch, wann der Patient zuletzt gesehen wurde, gesund. Weil oft heißt das, ja, der Patient hat Symptome seit, was weiß ich, 3 Uhr. Und dann stellt sich heraus, ja, um 3 Uhr wurde er so gefunden, aber eigentlich 5 Stunden zuvor wurde er zuletzt normal gesehen. Das ist dann das Zeitfenster zählt dann ab dem Zeitpunkt, wo er zuletzt gesund gesehen wurde. Und T steht natürlich noch Time to Lyse, ne, dass man sich beeilen sollte. Ja, das ist das Akronym. Gut, dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Könntest du uns kurz die Pathophysiologie des Stroke erklären? Vielleicht so gibt es da unterschiedliche Formen. Ja, gibt's tatsächlich. Also so die zwei großen Kategorien sind ja der ischämische Schlaganfall und der hämorrhagische Schlaganfall. Der ischämische ist natürlich viel häufiger, so ungefähr 85 Patienten der Stroke-Patienten haben eine Ischämie, also irgendwo ist ein Gefäß verstopft und es kommt nicht genug Blut an und dementsprechend auch nicht genug Sauerstoff, Glukose, Nährstoffe und so weiter. Und der hämorrhagische, der tritt eher so bei ungefähr 15% der Stroke-Patienten auf. Da ist irgendwo Blut im Gehirn, irgendwo blutet es, sei es jetzt intrazerebral oder epidural oder subdural oder subarachnoidal. Und von den ischämischen Schlaganfällen, die sind die häufigsten, wie gesagt, ungefähr ein Drittel haben eine kardialembolische Genese, also Blutgerinnsel bilden sich im Herzen, wandern hoch ins Gehirn und verstopfen das Gefäß. Und dadurch kommt es zu den Ausfallerscheinungen neurologisch. Und ungefähr 50% sind mikroangiopathisch oder makroangiopathisch, also die Gefäße, die das Gehirn versorgen, Carotis vertebralis oder auch kleinere Gefäße sind dann verengt oder thrombosiert, aus welchem Grund auch immer. Und ungefähr 20% haben tatsächlich seltenen Ursachen oder auch unbekannten Ursachen. Also seltene Ursache wäre zum Beispiel eine Koagulopathie, also Blutgerinnungsstörungen oder Vaskulitis oder irgendwelche komische Syndrome und so weiter. Spielt das betroffene Stromgebiet für uns eine Rolle? Also gibt es symptomatische und therapeutische Unterschiede dementsprechend, welches Areal betroffen ist? Ja, also das Stromgebiet spielt auf jeden Fall eine Rolle, was die Symptomatik angeht. Das ist das Schöne in der Neurologie, dass je nachdem, was für Symptome der Patient hat, man kann oft ganz genau sagen, wo das Problem im Gehirn liegt. Zum Beispiel jetzt grob Infarkte im Anterior-Stromgebiet wurden eher eine beinbetonte Hemiparese verursachen. Infarkte im Mediastromgebiet wurden eher eine brachiofazial betonte Hemiparese verursachen. Eventuell eine Aphasie, wenn die dominante Hemisphäre betroffen ist. Ein Neglect, wenn die rechte Hemisphäre, also nicht dominante, betroffen ist. Bei Infarkten im Posteriorstromgebiet sieht man oft eine homonyme Hemianopsie. Die Patienten haben auch oft Kopfschmerzen. Kleinhirninfarkte verursachen Schwindel oder Ataxie. Also man kann schon dann ganz genau oft sagen, wo genau das Problem liegt. Natürlich, das ist jetzt ganz grob. Man kann sogar genau die Arterie benennen manchmal. Also das ist aber eher so für Strokologen. Das würde, glaube ich, jetzt auch zu weit führen. Ja. Aber so grob kann man sagen ungefähr, wo ist, welches Gefäß ist betroffen. Und therapeutisch, das hat grob einen Unterschied in dem Sinne, also man kann beides lysieren, also im vorderen und im hinteren Stromgebiet. Man kann beides lysieren, man kann auch beides thrombektomieren. Allerdings hier muss man sagen, die
Thrombektomie-Studien, alle die bekannten, die Big Six, die wir kennen für die Thrombektomie, die waren alle, die haben nur das vordere Stromgebiet untersucht, also Verschlüsse im vorderen Stromgebiet, also Carotis, Media, die haben nicht das hintere Stromgebiet, also Vertebralis basilaris untersucht. Daher, dafür haben wir nicht so großartig viele Daten, also nicht von randomisierten Studien jedenfalls. Es gibt manchen Analysen und man hat auch einen Benefit, wenn man die hintere Verschlüsse thrombektomiert. Es gibt kein festes Zeitfenster für die Thrombektomie des hinteren Stromgebiets. Man muss sagen, das benötigt auch Expertise. Die Gefäße sind alle ganz zart und da kann schon viel kaputt gehen, ne? Aber ja, prinzipiell kann man beides machen. Jo. Tendenziell wird mittlerweile mehr thrombektomiert als auch schon, oder? Ja, also wenn die Patienten einen Gefäßverschluss haben, wird thrombektomiert. Und jetzt gibt es auch mittlerweile noch schon ein paar Studien, die zeigen, also die haben verglichen bei Patienten mit Gefäßverschluss, Lyse plus Thrombektomie versus nur Thrombektomie, und das scheint irgendwie gleich das Ergebnis zu sein. Also kann man dann direkt auf den Tisch legen, muss man eigentlich keine Lyse machen, wenn man den Patienten direkt auf den Angiotisch haben kann. Natürlich, wenn man der Patient verlegt werden muss für die Thrombektomie, dann ist es eine andere Geschichte. Aber wenn man in dem Haus direkt thrombektomieren kann, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum man erst lysiert. Okay, und wie entscheidet man jetzt, ob man lysiert oder die Kontraindikationen gibt es? Und wie wägt ihr das Pro und Contra ab? Ja, also es ist nicht so einfach. Ich hoffe, ihr habt eine Checkliste in eurem Haus. Habt ihr? Das sollte jedes Haus haben, weil die Kontraindikationsliste ist schon ziemlich lang. Und es gibt natürlich absolute Kontraindikationen, also absolute Ausschlusskriterien dann und relative. Man muss sagen, mittlerweile bei den relativen lysieren wir meistens trotzdem. Ne? Man muss nur bewusst sein, dass es eventuell ein höheres Blutungsrisiko hat und den Patienten dementsprechend aufklären. Aber meistens lysiert man trotzdem. Ja, also was brauchen wir im Prinzip? Wir brauchen einen Patienten mit akutem neurologischem Defizit, der ein CT nativ bekommen hat oder ein MAT, wenn das vorrätig ist. Die meisten Kliniken arbeiten mit CT. Der im Zeitfenster ist. Och, jetzt fangen wir nicht an mit der Diskussion vom Zeitfenster. Also offiziell ist es noch 4,5 Stunden. Es gibt Studien mittlerweile bis 9 Stunden als individuelle Entscheidung, aber mit der Voraussetzung, dass man tatsächlich eine erweiterte Bildgebung macht. Also auf jeden Fall dann auch Angio und Perfusion mit dazu, nicht nur das native CT. Aber eigentlich für die Lyse in sich selbst reicht in den 4,5 Stunden reicht ein CT nativ. Wir wollen nur eine Blutung ausschließen. Wir wollen auch ausschließen, dass der Infarkt sich jetzt großartig, sagen wir so, demarkiert hat. Und dann wollen wir auch ein paar andere Sachen vermeiden oder ausschließen, dass der Patient eventuell Risikofaktoren hat, dass der jetzt blutet. Ne? Das können Medikamente sein, also orale Antikoagulantien. Das kann auch eine angeborene Blutgerinnungsstörung sein und so weiter. Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, die Lyseentscheidung zu treffen. Da sind viele Faktoren, die mit einfließen. Ja, bei vielen relativen Kontraindikationen, wir machen es natürlich trotzdem. Also das ist gar kein Thema. Und manche Kontraindikationen, also manche, sagen wir so, Kontraindikationen, die ich als Kontraindikation sehe, stehen nicht als Kontraindikation. Aber dazu kommen wir gleich. Das kommt gleich. Dann sag uns doch was zu den Erfolgschancen der Lyse. Ja, du weißt doch, das ist ein sehr heißes Thema in der Notfallmedizin-Community. Also die Notfallmediziner und die Neurologen, die streiten sich da gerne auch, weil, ja, die sind der Meinung, dass es alles, die Daten nicht ausreichen. Es gibt Daten für die Lyse, die sind in meinen Augen tatsächlich nicht super robust, muss man ganz klar sagen. Trotzdem, die Lyse wirkt, das wissen wir.
von den Studien und natürlich auch von der Erfahrung, aber wir sind jetzt bei evidenzbasierter Medizin. Ne? Ja, also die Lyse an sich selbst hat so eine Rekanalisationsrate von ungefähr 45-50%. Und durch Thrombektomie, wenn ein Gefäß verschlossen ist, dann liegt man schon bei 70-90%. Ne? Number needed to treat, je nach Zeitfenster, je nachdem, wie schnell wir das machen, so zwischen 10 und 20 für die Lyse. Also, es gibt Daten dafür, die sind, wie gesagt, nicht besonders robust. Also ich wurde mir tatsächlich eine neue, doppelt blinde, randomisierte, große Studie für Lyse, Lyse versus Placebo. Da werde ich gespannt, was da rauskommt, weil alle die Studien, die wir haben, sind auch älter, muss man auch dazu sagen. Ne? Aber ja, das wird nicht passieren, das ist... Ja, meine naive Vorstellung. Aber was die Patienten ja noch mehr interessiert, ist Erfolgschance versus Nebenwirkung. Nebenwirkung ist ein gutes Stichwort. Also wovor wir da Angst haben, ist die Blutung, meistens also eine intrakranielle Blutung. In der Literatur gibt es da Risiko für eine Blutung zwischen 2-7%, je nachdem, welche Studie man aufmacht und je nachdem, welche Kriterien, also wie die das genau definiert haben. In den neueren Papers und in den aktuellen Studien, die aktuell ne, in der letzten Zeit rauskommen, da ist das eher so um die 2-3% für eine symptomatische intrazerebrale Blutung. Ist nicht viel. Und da kommt die Erfahrung und genau hingucken, was für ein Patient habe ich vor mir und welche Kontraindikation habe ich eventuell, habe ich irgendwas, was mir Bauchschmerzen bereitet, wo ich jetzt erwarte, dass es eventuell blutet. Ja. Und letztendlich ist das Shared Decision Making. Der Patient entscheidet, wir entscheiden gemeinsam. Man muss den Patienten genau aufklären und dann gemeinsam entscheiden, wie es geht. Jo. Und wenn es jetzt zu einer Blutung kommt während der Lyse, wenn das passiert, das oft im gleichen Gebiet, wie der Verschluss war? Ja. Also es passiert oft im gleichen Gebiet. Warum? Also jetzt sehr einfach gesagt, aber sehr pragmatisch auch. Dieser Infarkt, dieses Gebiet, das ist im Prinzip eine Narbe, das ist eine Wunde, nee, nicht Narbe, also es ist eine Wunde, es ist wundes Gewebe, zartes Gewebe, was anfällig ist. Also eine Wunde blutet ja einfacher, so ganz grob gesagt und einfach erklärt, ja. Und wie sehen dann die Erholungsmöglichkeiten aus, wenn es dann doch zur Blutung kommt? Also man muss sagen, das ist jetzt auch keine Katastrophe, wenn es reinblutet, meistens nicht, weil meistens sind das jetzt nicht katastrophale große Blutungen. Das Blut irgendwann resorbiert sich. Man muss dazu sagen, Patienten, die eine primäre Blutung haben, also jetzt nicht die, die einen Schlaganfall haben, was eingeblutet ist, die eine primäre Blutung haben, haben tatsächlich bessere Erfolgs- und Chancen und Verbesserungschancen als Patienten mit einem ischämischen Schlaganfall, weil das Blut irgendwann langsam resorbiert sich, ist irgendwann weg und die erholen sich tatsächlich besser neurologisch. Ja, also deswegen ist das jetzt, sagen wir so, keine große Katastrophe an sich selbst. Aber jetzt schauen wir mal die pflegerische Perspektive ein bisschen an. Wenn wir jetzt eine Lyse beginnen, ein Thema, das immer wieder diskutiert wird, ist, legen wir den Patienten, den Patientinnen vorher einen Dauerkatheter? Ja, und nein. So, kurze Antwort. Nein ist... Nein. Gut. Nee, also alles, sagen wir so, ich relativiere das Ganze ein bisschen. Also alles, was die Lyse verzögert, ohne Grund, ne, sollte nicht stattfinden. Ein Dauerkatheter, was ist jetzt der Grund für einen Dauerkatheter, verstehe ich nicht. Also bei vielen Häusern in Deutschland wird auch kein EKG durchgeführt. Also das passiert erst auf das Druckunit, erst wenn alles sich beruhigt hat und Zeit ist, dann erst wird ein EKG geschrieben zum Beispiel. Und der Dauerkatheter, ich sehe da keinen Grund dafür. Ich hatte tatsächlich einen Fall mit einer Patientin, die musste unbedingt aufs Klo, die musste unbedingt pullern. Und die war so unruhig und agitiert, ich habe sie nicht auf den CT-Tisch bekommen.
Dann haben wir ihr die Bettpfanne gegeben, da konnte sie nicht. Und dann sage ich, ach Leute, scheiß drauf, was sollen wir jetzt machen? Da müssen wir einen Dauerkatheter legen. Ne? Und da haben wir erstmal einen Dauerkatheter gelegt und dann hat sie sich endlich beruhigt und dann konnten wir erst das CT machen. Ne? Also man muss. Ich glaube, es geht ja viel mehr um die Angst, dass wenn sie dann nicht Wasser lösen können, dass man unter der Lyse noch den DK legen muss. Und in welchem Fall muss man unter der Lyse den DK legen? Also ich hab wirklich einmal den Fall gehabt, dass die Patientin, die gerade noch, also wirklich Lysebeginn war nach etwas über 4 Stunden, dann musste sie kurz nach Lysebeginn Wasser lösen und es hat nicht funktioniert. Lange Zeit, also mit gut zureden und ich weiß nicht, was allem für Tricks haben wir es dann nach einer Zeit hinbekommen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so eine falsche Angst, die da immer noch drin ist. Früher hieß es, also vor 5, 10 Jahren hieß es noch immer, vor der Lyse den DK legen. Und ich meine, wir kennen das ja in der Medizin, bis sich sowas mal wieder, ja, bis sowas aus den Köpfen raus ist, dauert es eine Zeit. Meintest du gerade kurz nach der Lyse, also 4 Stunden nach der Lyse, hast du gerade gesagt? Nein, also während die Lyse lief. Ach so, während die Lyse, okay, ja. Ja, gut, also wenn es nicht anders geht, was soll man da machen? Ne? Also ich habe sogar kurz nach Lyse, also die Lyse war schon drin und irgendwie ein paar Stunden später musste ich einen zentralen Venenkatheter legen. Ne? Also was soll man machen, wenn es sein muss, dann ist das so und dann muss man aufpassen und ja. Welche weiteren pflegerischen Maßnahmen findest du wichtig? Die Frage ist, wenn Ihr Patient lysiert, gehen die dann direkt auf die Stroke Unit oder bleiben die auch noch ein bisschen in der Akutaufnahme, in der Notaufnahme? Ich sag mal, in 95% der Fälle haben wir erstmal kein Bett. Echt? Und sie bleiben bei uns liegen, also die meisten Lysen, die ich zuletzt erlebt habe, da haben wir eigentlich die komplette Lyse bei uns gemacht. Okay. Oder sie werden verlegt nach Aarau in die Neurochirurgie oder so. Okay, alles klar. Nee, also bei uns ist es tatsächlich so, dass die dann direkt auf die Stroke Unit kommen. Das ist eher die Ausnahme, dass die in der Notaufnahme die Lyse bekommen. Gut, nee, guter Hinweis. Also in dem Fall 2 Sachen sind super wichtig. Der Blutdruck, der muss kleiner 185 systolisch, 110 diastolisch liegen und am besten auch noch ein bisschen tiefer. Weil das ist natürlich das Risiko, dass es einblutet, hoch, ne? wenn der Blutdruck hoch ist. Und das andere ist die neurologische Symptomatik. Jemand muss nach dem Patienten gucken. Wie er so drauf ist, wird es eher besser oder eher schlechter? Was passiert? Kriegt er Kopfschmerzen? Kriegt er eine allergische Reaktion eventuell von der Lyse? Habe ich noch nie gesehen, aber es kommt schon mal vor, dass die Patientin Angioödem zum Beispiel bekommt. Kann alles passieren. Deswegen, also in der ersten Stunde, so in der Stunde, wo die Lyse läuft, muss die Patienten dann engmaschig beobachtet werden, sowohl klinisch als auch per Monitor. Gut, schauen wir doch mal wieder zurück zu unserem Patienten. Karin, magst du uns kurz erzählen, wie es weitergegangen ist? Ja, das ging dann weiter. Das war dann auch, als ich den Patienten übernommen habe von dir, Sebi. Das war etwa 30 Minuten nach der Lyse. Da entwickelte der Patient eine Hemiparese auf der rechten Seite. Führt nochmal ein CT durch und da zeigte sich eine voluminöse kortikale Blutung in der Zentralregion links mit möglichen SAB-Anteilen und beginnender perifokaler Ödemreaktion. Ich habe den CT-Befund hier auch vor mir und ich muss da ergänzen, weitere kleinere kortikale Einblutungen parietoxipital beidseits. So, wink, wink, das ist wichtig. Also es war nicht nur in dem Gebiet, wo der Schlaganfall, wo der Infarkt war, sondern auch in anderen kortikalen Regionen. Warum ist es wichtig oder was verändert das an der Situation? Genau, also im 2014 hatte der Patient auch mehrmalige embolische Schlaganfälle, Linkshemispheris und
In dem damaligen MRT-Befund stand was von Verdacht auf Amyloid-Angiopathie, mehrere kleine Mikroblutungen im MRT. Meine Vermutung ist, dass der Patient wahrscheinlich eine Amyloid-Angiopathie hatte und deswegen hat er eingeblutet und nicht nur, wo der Schlaganfall war, sondern auch in diese kortikale Region. Das ist, wo die Amyloid-Angiopathie, also die Areale, die davon betroffen sind. Also das Gewebe war schon kaputt sozusagen und durch die Lyse dann eingeblutet. Okay, also der war da schon eigentlich, hatte er schon eine Vorschädigung? Hatte eine Vorschädigung und formal ist eine Amyloid-Angiopathie, also was ist das überhaupt? Das ist letztendlich eine Gefäßerkrankung des Gehirns. Beta-Amyloid lagert sich in den Gefäßinnenwand und dann werden so kleine Mikroaneurysmen verursacht. Das kann zu sowohl ischämischen als auch hämorrhagischen Schlaganfällen. Dann kann es dazu kommen und typisch ist so diese kleine Mikroblutungen, muss man sehr gut aufpassen. Formal ist das keine Kontraindikation, aber wenn die schon mehrere Mikroblutungen haben, dann sollte schon ein Alarmsignal sein. Also wenn die schon mehrere haben, ich würde persönlich nicht lysieren, weil genau sowas passiert dann, ja. Wenn es jetzt zu so einer Blutung kommt, welche Erstmaßnahmen müssen denn ergriffen werden? Also wenn die Lyse noch läuft, Lysestopp. Tranexamsäure ist der Klassiker. Ich weiß nicht, was der Patient, ISS hat in der Vorgeschichte, glaube ich, der Patient. Man kann sich überlegen, ob man Minirin noch gibt als Antidot sozusagen zur Antagonisierung. Ja, Blutdruck auf jeden Fall einstellen, also dass der Kleiner 140 wird, sodass es nicht weiter blutet. Meistens macht man das mit Ebrantil, Bolus erstmal und eventuell Perfusor und dann je nachdem auch weitere Perfusoren oder je nachdem, was gebraucht wird. Das ist ja im Prinzip mehr oder weniger geschehen. Karin, hast du da noch Ergänzungen, was an Maßnahmen getroffen wurde? Wahrscheinlich eigentlich ziemlich das, was wir gemacht haben. Wir haben noch das Rotem abgenommen und daraufhin... Fancy! Ja. Wow. Daraufhin haben wir noch das Hämokomplettan dann noch gegeben. Ist das Fibrinogen oder was Fibrinogen, ist das? Fibrinogen, ja, genau. Ja, okay. Mhm. Ja, gut, also wenn man sowas hat, dann kann man sich austoben, ja. Lass uns da, wenn wir gerade den Blutdruck schon angesprochen haben, noch einen kleinen Exkurs kurz machen. Mhm. Wenn wir jetzt Patienten haben, in der Triage zum Beispiel, die mit Verdacht auf ein CVI kommen, welche Blutdrücke sollen wir anstreben? Und wir wissen jetzt noch nicht, wir haben noch kein CT, wir wissen nicht, was das genau. ist. Wir sind noch im Alles Verdachtsmoment. Klar. Alles klar. Ich würde dann, sagen wir so, zwischen 140 und 180 als Ziel nehmen. Also meistens ist das ja ein ischämischer Infarkt. Daher zielen wir eher höheren Werte. Und falls es zur Lyse kommt, dann sind wir schon im Bereich, wo wir sein möchten, also maximal 180. Falls es doch ein hämorrhagischer Infarkt wird, haben wir jetzt nicht so super exorbitanten hohen Werten, so 140 bis 180 geht noch. Und das kann man dann auch schnell senken, wenn der Patient doch eine Blutung hat und wir dann eher so kleiner 140 oder kleiner 160, je nachdem, in welchem Haus man arbeitet. Zielt, ja. Also heißt das, es gibt keine internationalen Standards? Nee, also die meisten sagen tatsächlich kleiner 140. Es gibt manche Studien, die sagen, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, also kleiner 160 reicht. Aber das ist irgendwie, ja, so meckern auf hohem Niveau fast. Also, ja, sagen wir 150, wenn das irgendwie Kompromiss. Schöner klingt. Ja. Ja. Wir kommen aus der Schweiz hier, da kennt man sich mit Kompromissen aus. Ja, alles klar. Ja, dann nehmen wir 150. Jetzt wieder auf den Fall bezogen. Gibt es sonst noch irgendwelche therapeutischen Maßnahmen, die wir noch hätten treffen können? Fällt mir jetzt nicht ein. Fällt dir was ein, Basti? Also Blutdruck haben wir, Gerinnung haben wir, Neurochirurgen haben wir informiert. Also was, ich denke, was sind jetzt, wenn dann eher noch so Kleinigkeiten, jetzt gerade aus der pflegerischen Sicht, kann man die
kann man halt auch sehen, dass man von unserer Seite aus das Nötige tut, die Gerinnung zu optimieren. Also sprich, dass man ein adäquates Temperaturmanagement macht. Also Patienten nicht auskühlen lassen. Ja, so Oberkörperhochlage um 30 Grad, so solche Sachen, ja. Genau. Kopf in Neutralposition, heißt es immer noch so schön in der Literatur. Sie möglichst nicht nach rechts und links gucken lassen. Macht das so einen Unterschied? Angeblich verbessert es den venösen Rückfluss. Aha. Alles klar. Ja, also theoretisch, ja, ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob es Studien dazu gibt. Muss ich mal testen, machen wir eine Studie daraus. Genau, schauen Sie jetzt während der Therapie bitte die ganze Zeit nach rechts. Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit eine solche Blutung noch operiert wird? Es gibt keine festen Kriterien. Also es hängt von vielen Faktoren ab. Wie alt ist der Patient? Was für Symptome hat er? Wie war der Verlauf? Was für sonstige Erkrankungen er hat? Letztendlich entscheidet das der Chirurg, ne? Also muss man ganz klar sagen. Und ja, manchmal muss man jetzt auch ein bisschen böse sagen und gemein, dass es auch davon hängt, ob der Chirurg jetzt gerade Zeit und Bock drauf hat. Ne? Also musst du lachen, aber ich bin mir sicher, du kennst solche Fälle, wo du denkst, ah ja, okay, jetzt gerade versucht er Fälle einzukaufen und jetzt gerade haben die. Wir haben keine Neurochirurgie bei uns im Haus, wir verlegen extern. Aber man merkt, wie lange man auf die Antwort wartet. Also das ist sehr unterschiedlich. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht die Chirurgen schlecht reden. Die sind top, die sind unsere Freunde. Alles gute Leute. Okay, von der pflegerischen Seite her, was gibt es sonst noch? Was kann man dem Patienten noch Gutes tun? Sind wir immer noch in der Notaufnahme? Ja. Wir bleiben in der Notaufnahme, okay. eigentlich so vielleicht ganz banale Sachen wie den Patienten beruhigen, mit dem Patienten reden, kommunizieren, was jetzt passiert, was haben wir bis jetzt gemacht, was folgt jetzt als nächster Schritt. Mit Angehörigen reden. Ich weiß, jetzt ist Corona und mit Besuchen und so und reinkommen in die Notaufnahme wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, aber auch telefonisch geht es, dass die mal grob Bescheid wissen, weil für uns ist es natürlich, ja, noch ein Schlaganfall, sehe ich 10 davon am Tag, es ist nichts Besonderes für mich, aber für den Patienten, das kann Leben oder Tod oder Leben oder Behinderung heißen. Also auf einmal ist sein Leben eventuell ganz, ganz anders als davor. Und natürlich für die ganze Familie ist das eine sehr dramatische Situation. Karin, erzähl doch direkt, wie es weiterging. Ja, es ging leider für den Patienten nicht so gut weiter, denn er verschlechterte sich zusehends. Der neurologische Zustand wurde schlechter. Er hatte wieder Sprachstörungen, entwickelte einen Neglect nach links. Und wir machten dann nochmal ein CT und die Blutung war einfach progredierend. Wir haben ja eben schon über das Neglect gesprochen. Und zwar entsteht das Neglect ja vor allem, wenn die nicht dominante Seite betroffen ist. Also meistens die rechte Hemisphäre. Hat das irgendeine Aussagekraft für den weiteren Verlauf? Nee, also Aussagekraft hat es nicht. Das Einzige sozusagen, was es heißt, ist, es ist ein kortikales Symptom. Also es heißt, der Kortex vom Gehirn ist betroffen. Okay. Ja. Und für die Prognose, also müssen... Nee, das hat keine Konsequenz okay. Da. Nee. Hast du Tipps für den Umgang mit solchen Situationen? Ja, ich meine, für den Patienten, ich hoffe, dass wir den gut aufgeklärt haben, dass er Bescheid weiß, dass das ein Risiko war. Und dann können wir ihm erklären, genau das, was wir befürchtet haben, leider ist jetzt geschehen. Also, dass wir das erklären oder versuchen zu erklären, weil es geht ihm jetzt auch schlechter. Ich weiß nicht, ob der dann in der Lage war, tatsächlich viel zu verstehen. Beziehungsweise auch den Angehörigen erklären, was jetzt passiert ist. Und dass wir schauen mussten, wie die nächsten Stunden und Tage sich entwickeln,
Das ist natürlich jetzt aktuell eine, ja, ganz klar Mistsituation, aber es muss auch nicht so bleiben. Ja, muss man auch klar sagen. Dieser Fall ist ja leider nicht sehr erbauend. Warum ist es trotzdem wichtig, dass wir unsere Abläufe optimieren, um gegebenenfalls möglichst schnell eine Lyse zu starten? Klingt es jetzt albern, wenn ich sage, time is brain? Obwohl, man muss auch dazu sagen, ja, time is brain, aber man kommt auch langsam ein bisschen weg von diesem Mantra, weil, also es gibt die slow progressors und fast progressors. Also es gibt manche Patienten, die gute Kollateralen haben. Und das bedeutet, dass wenn ein Gefäß zugeht, andere Gefäße dafür übernehmen und es tritt keine Ischämie auf, beziehungsweise nicht, also das Gebiet hält sich schon länger, ne, weil die anderen Kollateralen das Ganze, die ganze Versorgung übernehmen. Und das heißt, das Gewebe kann sich schon lange aushalten ohne dieses Gefäß. Und es gibt die Fast Progressors, die keine Kollateralen haben oder wo das Gefäß einfach ungünstig liegt und ne, es gibt kein Gefäß daneben, was aushilft sozusagen. Und die entwickeln sich sehr schnell und da entwickelt sich die Ischämie sehr schnell. Das Problem ist, meistens die, die keine gute Kollateralen haben, sind die Jüngeren und die, die gute Kollateralen haben, sind die Älteren, weil sie durch ihre langjährigen Hypertonus schon andere elongierte Gefäße entwickelt haben. Das ist das eine Doofe an der Geschichte und das andere ist, wir können es nicht wissen, wer gute Kollateralen hat und wer nicht. Wir können nicht da reingucken, also wir können reingucken, wenn wir die CT mit Angio und Perfusion und so weiter machen. Und da kann man schon ein bisschen Aussagen kräften, okay, wie sieht's aus, wie ist die Versorgung jetzt gerade. Aber sonst im Voraus, jetzt in der Präklinik oder auch in der Triage, du kannst nichts, du weißt es nicht, ob der Patient jetzt gerade noch Zeit hat oder eben nicht. Und wir sehen das auch nicht selten, das Zeitfenster ist irgendwie eine Stunde. Und der Patient ist auf dem CT-Tisch und wir sehen die Bilder und wir sagen so, das kann doch nicht eine Stunde sein. Das sieht eher so aus, als ob das 12 Stunden war. Das kann doch nicht sein. Ja, deswegen gehen wir vom Schlimmsten aus und versuchen wir, wie schnell wie möglich zu sein, weil wir wissen es letztendlich nicht. Ja. Die ganze Geschichte war ja jetzt recht komplex. Ja, und letztendlich auch mal noch mal kurz zusammenzufassen. Ich glaube tatsächlich, der Patient hatte eine Amyloid-Angiopathie. Das war schon vom EMAT im 2014 bekannt. Und deswegen hat er letztendlich eingeblutet. Versuchen wir doch den ganzen Themenkomplex noch mal kurz zusammenzufassen. Wir stellen dir noch mal ein paar kurze Fragen, die du dann auch kurz und prägnant beantwortest. Jawohl. Also, wie erkenne ich präklinisch oder während der Ersteinschätzung innerklinisch, dass der Patient oder die Patientin ein CVI haben könnte? BFAST. So, war das kurz und prägnant genug? Kurz und prägnant genug und ich glaube, mittlerweile sollte es bekannt sein. Und sonst müssen Sie nochmal von Anfang an hören. Sehr gut. Die zweite Frage. Welche weitere Diagnostik sollte sofort veranlasst werden? Also auf jeden Fall CT und CT-Angio beziehungsweise MAT und MA-Angio für die, die den Luxus haben. Und je nach Zeitfenster und ob es jetzt Wake-up-Stroke, unklares Zeitfenster oder länger als 4,5 Stunden, dann auch eine Perfusionsbildgebung mit dabei. Was ist, wenn wir uns jetzt für eine Lyse entscheiden, während der Lyse wichtig? Was müssen wir beachten? Blutdruck und klinische Untersuchung. Die letzte Frage kann ich fast nicht stellen. Die muss ich dir überlassen, Sevi. Ich stelle sie immer. Haben wir etwas Wichtiges vergessen? Ich denke nicht. Sonst war es nicht wichtig genug. So, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ja, ich danke euch. Und ich habe einige spannende Erkenntnisse mitgenommen. Ich hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich geht. Das freut mich und ich hoffe es auch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Musik.
Da Sebastian ja die wichtigste aller Fragen schon gestellt hat und die beiden offenbar nichts Wichtiges vergessen haben im Interview, würde ich jetzt gleich überleiten zu Part 2, Marius und der Aktylyse. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Laborteil, wo ich heute wieder einmal etwas abseits der klassischen Laborwerte unterwegs bin. Heute soll es nämlich um die Thrombolyse gehen, also darum, wie wir unerwünschte Blutgerinnsel im Körper medikamentös auflösen und damit weiteren Schaden verhindern können. Im Normalfall herrscht bei uns allen ja ein Gleichgewicht zwischen prothrombotischen und thrombolytischen Faktoren. So stellt der Körper sicher, dass wir weder anfangen spontan zu bluten, noch dass sich unerwünschte Gerinnsel bilden und den Blutstrom blockieren. Aufgrund von Erkrankungen oder äußeren Einflüssen kann nun dieses Gleichgewicht zugunsten prothrombotischer Faktoren kippen. Die Folge sind lebensbedrohliche Gerinnsel, welche zu den euch bekannten und bedrohlichen klinischen Bildern eines ischämischen Hirnschlages, eines Herzinfarkts oder auch zu Mesenterialischämien, Beinvenenthrombosen oder natürlich Lungenembolien führen können. Zur Behandlung von Blutgerinnseln stehen uns verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Ich möchte heute primär über die medikamentöse Akuttherapie sprechen, interventionelle respektive mechanische Therapien wie Stenting und Thrombektomien sollen nur am Rande erwähnt bleiben. Das am besten etablierte Medikament zur Auflösung von Thromben ist ein eigentlich körpereigener Stoff, die RTPA. Vielen von euch dürfte das Molekül als Alteplase oder unter dem Markennamen Aktylyse bekannt sein. In französischen Supermärkten gibt es übrigens einen aggressiven Allzweckreiniger mit dem gleichen Namen, den ich aber eher nicht zur intravenösen Therapie empfehlen würde. Die im medizinischen Bereich verwendete RTPA bedeutet ausgeschrieben Recombinant Tissue Plasminogen Activator. Um das genauer zu verstehen, sezieren wir am besten den Begriff ein wenig. Rekombinant bedeutet, dass das eigentlich menschliche Molekül industriell mittels Bakterien erzeugt wird, denen der entsprechende genetische Bauplan initiiert wurde, was eine Produktion in großen Mengen überhaupt erst möglich macht. TPA steht wie gesagt für Tissue Plasminogen Activator, also einen Faktor, der im Gewebe das Vorenzym Plasminogen in seine aktive Form Plasmin umwandelt. Zu finden ist der Trigger hierfür im Endothel von Gefäßen, wo er bei Verletzungen dafür sorgt, dass die für die Blutstillung zwar unverzichtbaren thrombogenen Faktoren nicht zu einem vollständigen Verschluss des Gefäßes führen, respektive dass ein verschlossenes Gefäß im Idealfall rekanalisiert werden kann. Plasminogen wird in der Leber als inaktive Vorstufe synthetisiert. Gesamthaft etwa 1 Gramm davon befindet sich zu jedem Zeitpunkt in unserem Blutkreislauf. Trifft nun ein Plasminogenmolekül auf ein Blutgerinnsel, wird es aktiviert und beginnt als Plasmin die Fibrinfäden zu zerschneiden. Gleichzeitig aktiviert es weitere Plasminogene, die ihm bei der Arbeit helfen. Der Körper seinerseits inaktiviert das Enzym dann normalerweise rechtzeitig mittels anderen Enzymen, bevor die Fibrinolyse überschießt und eine Blutung entstehen kann. Doch zurück zur Aktylyse und ihrer praktischen medizinischen Anwendung. Wie schon erwähnt, gibt es im notfallmedizinischen Alltag eigentlich 3 Hauptindikationen zur Lysetherapie. Die zentrale Lungenembolie, den akuten ischämischen Schlaganfall und unter gewissen Umständen Herzinfarkte. Während bis in die 1980er Jahre Lyse noch die einzige aktive Therapiemöglichkeit eines Herzinfarktes war, erfolgt dies heute nur noch, wenn eine Koronarangiographie nicht innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens durchgeführt werden kann. Während wir uns heute gewohnt sind, ein Herzkatheterlabor mehr oder weniger ständig zur Verfügung zu haben, musste ein Kollege von mir tatsächlich vor einigen Jahren einen Patienten mit Herzinfarkt mittels Aktylyse behandeln, weil er in seinem Bergdorf eingeschneit war und weder Ambulanz noch Rettungshelikopter durchkamen. Hier diente die Aktylyse zur Überbrückung bis zur definitiven Kathetertherapie. Ähnlich verhält es sich mittlerweile auch bei den ischämischen Schlaganfällen. Wenn eine interventionelle Neuroradiologie im Zentrumsspital zur Verfügung steht, kann die lokale Therapie bestimmter Gerinnsel im Hirn mittels Kathetereingriff erfolgen. Andernfalls bietet Aktylyse insbesondere bei interventionell schlecht erreichbaren Gefäßen weiterhin eine gute medikamentöse Alternative.
Zuletzt ist die Lysetherapie auch bei ausgeprägten Lungenembolien etabliert. Hier gilt der einfache Merksatz, je instabiler, desto Lyse. Will heißen, die RTPA ist eine hervorragende Methode zur Auflösung zentraler Lungenembolien bei kreislaufinstabilen Patienten. Vor der Verfügbarkeit von RTPA wurden zur Lysetherapie die etwas weniger effizienten Medikamente Streptokinase und Urokinase verwendet, falls ihr einmal über diese Begriffe stolpern solltet. RTPA kann sowohl systemisch intravenös als auch lokal intraarteriell eingesetzt werden. So beispielsweise, wie erwähnt, durch die interventionellen Kollegen bei ischämischen Schlaganfällen oder durch die Gefäßspezialisten bei akuten Ischämien von Beinarterien oder eben Lungenembolien. Die Halbwertszeit von Aktilyse beträgt etwa 5 Minuten. Entsprechend ist die Wirkdauer relativ kurz. Beim ischämischen Schlaganfall beträgt die Dosierung 0,9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, maximal aber 90 Milligramm, wobei 10% davon als Bolus verabreicht werden, der Rest mittels Perfusor über die folgenden 60 Minuten. Als Rechenbeispiel wären das bei einem 80 Kilo schweren Patienten ca. 7 Milligramm als Bolus und dann die restlichen 65 Milligramm über eine Stunde. Wichtig sind auch die Zeitlimiten. Generell steht die Aktilyse beim Stroke nur in den ersten 4,5 Stunden nach Symptombeginn zur Verfügung. Danach sinkt der Therapieerfolg, respektive steigt das Risiko der gefürchteten Hirnblutungen. Abweichungen können in Ausnahmefällen erfolgen. Insgesamt gilt jedoch der Slogan Time is Brain und entsprechend sollte die Therapie unverzüglich, sprich idealerweise bereits auf dem CT-Tisch nach Ausschluss einer intrakraniellen Blutung erfolgen, ob rein medikamentös, interventionell oder kombiniert. Für uns auf dem Notfall ist es wichtig zu wissen, dass man sich grundsätzlich nichts vergibt mit der Lysetherapie, solange man die Kontraindikationen beachtet, wofür es gute Checklisten gibt. Eine Katheterintervention an einem der größeren Gefäße der vorderen Hirnstrombahn kann innerhalb 24 Stunden erfolgen, auch wenn zuvor lysiert wurde. So viel erstmal zu Aktilyse und Stroke. Auch bei der Lungenembolie gibt es verschiedene Empfehlungen bezüglich der Aktilyse-Dosis. Im Gegensatz zur Stroke-Behandlung erfolgt die Dosierung der systemischen Lyse nicht gewichtsadaptiert. Manche geben einen 20 Milligramm Bolus, gefolgt von 80 Milligramm über 2 Stunden, andere geben 100 Milligramm über 2 Stunden kontinuierlich. Es gibt keine Studien, die das eine oder andere Vorgehen als besser rechtfertigen würden. Anstelle der systemischen Behandlung stehen an entsprechenden Zentren auch kathetergestützte Therapien zur Verfügung, welche die Aktilyse direkt in die Thromben der Lungenarterien applizieren. Hierbei ist wie zu erwarten die Gefahr von Blutungskomplikationen deutlich geringer. Insgesamt werden nämlich nur um die 12 Milligramm RTPA während der 6-stündigen Behandlungsdauer abgegeben. Zusätzliche Effekte erhofft man sich durch eine lokale Applikation von Ultraschallwellen aus dem Lysekatheter, welche die Thromben aufbrechen sollen. Zuletzt kommt der Aktilyse auch eine oft vergessene Rolle in der Reanimation zu. Statistisch gesehen ist etwa jeder 20. Herz-Kreislauf-Stillstand durch eine Lungenembolie bedingt. Die Guidelines der American Heart Association empfehlen in der Arrest- oder Periarrest-Situation mit wahrscheinlichster oder gar gesicherter Diagnose einer Lungenembolie die Gabe von 50 Milligramm Aktilyse als Bolus, was nach 15 Minuten auch repetiert werden kann. Nach einer Lysetherapie sollen Patienten auf einer Intensivstation oder Stroke Unit monitorisiert werden. Bei der Lungenembolie wird direkt im Anschluss an die Lysetherapie mit der therapeutischen Heparinisierung begonnen, respektive diese wieder aufgenommen. Nun wollt ihr sicherlich wissen, wie es denn mit dem Blutungsrisiko aussieht. Nun, da gibt es beispielsweise eine gute Meta-Analyse, die wir euch im Skript natürlich auch verlinkt haben. Wie erwartet erhöht die Gabe von Aktilyse im Vergleich zur alleinigen Heparintherapie das Risiko relevanter Blutungen, nämlich von etwa 3% auf 9%. Insbesondere auch die gefürchteten intrakraniellen Blutungen steigen von 0,2 auf 1,5%. In anderen Studien wird das Risiko einer Hirnblutung sogar mit 2-3% angegeben. Es ist aber erwähnenswert, dass das Risiko deutlich mit dem Alter steigt. Entsprechend sind jüngere Patientinnen und Patienten weniger gefährdet, eine relevante Blutungskomplikation zu erleiden und gemäß internationaler Expertenmeinung rechtfertigt die mögliche Verbesserung eines schweren neurologischen Defizits die Lysetherapie auch in Abwägung mit dem Blutungsrisiko in der Regel.
Sollten nach der Lysetherapie Auffälligkeiten wie eine Bewusstseinsminderung, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen auftreten, muss unverzüglich ein CT des Schädels durchgeführt werden, um eine intrakranielle Blutung auszuschließen. Nicht vergessen sollte man zudem die uns viel weniger bewussten anderen Blutungsquellen nach Lysetherapie, nämlich in einem knappen Drittel der Fälle gastrointestinal, danach seltener auch mal retroperitoneal. Wegen der erhöhten Blutungsgefahr sollten zudem jegliche absehbar notwendigen Interventionen, wie beispielsweise eine Intubation oder Kathetereinlage, vor der Lysetherapie oder dann erst nach deren Abschluss erfolgen. Der Blutdruck sollte als Faustregel vor und nach Anwendung von Aktilyse unter 180 mm Hg systolisch und 110 mm Hg diastolisch sein. Andernfalls muss zunächst der Blutdruck korrigiert werden. Auch nicht ganz selten, bei 2-8% der Lysetherapien tritt ein Angioödem auf, welches rasch mittels Antihistaminika und Steroiden behandelt werden sollte. In ganz seltenen Fällen droht zudem dann eine Verlegung der Atemwege, was den Anästhesisten bei laufender Lysetherapie sicherlich zum Schwitzen bringen dürfte. Soweit unser kleiner Ausflug in die wunderbare Welt der Thrombolyse. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon am Ende der 33. Folge. Jetzt bleiben mir nur noch die Social-Media-Kanäle zu erwähnen, wie fast jedes Mal. Also folgt uns, wenn ihr möchtet, auf Instagram, auf Telegram oder auf Twitter. Und besucht unsere Homepage www.fasttrack-notfall.com. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über konstruktive Kritik oder Themenvorschläge. Und ansonsten viel Spaß bei dem Witz und bis bald. Bleibt gesund. Martin humpelt zum Arzt und jammert: Mein Hund hat mich gebissen. Fragt der Arzt: Haben Sie was draufgetan? Nein, es hat ihm auch so geschmeckt.